Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ein Zuschauer hat mich aufmerksam gemacht auf eine Öko-Ausstellung an der freien Luft, also im Freien, und zwar an dem wunderschönen Ort oder im wunderschönen Ort Unkel. Das liegt am Rhein zwischen Bad Honnef und Remagen. Und dort gibt es jetzt einen, ich sag mal, einen ökologischen Lehr- oder man könnte böse auch sagen Erziehungspfad, der uns einiges erklären soll über das grüne Zeitalter, das jetzt anbricht. Und der Pfad, den gibt es schon, bevor Frau Baerbock, bevor Annalena Baerbock zur Kanzlerkandidatin der Grünen für die Bundestagswahl Ende September ernannt worden ist. Und so ist es heute der Moment zu sagen, dass die erste grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sein wird. Und der Zuschauer, der mich darauf aufmerksam gemacht hat und wegen dem ich dahin gefahren bin und die Aufnahmen, die Sie hier sehen, gemacht habe, der hat geschrieben, die Corona-Propaganda läuft mangels Masse langsam aus und wird nahtlos ersetzt. Das alles bezahlt der Steuerzahler unter dem Deckmantel des Naturschutzes. So, und dann bin ich da mal hin und habe dort Bilder gemacht, die Sie hier sehen, und habe mir die einzelnen Themen angeschaut. Jeder Stamm symbolisiert ein anderes Thema. Da ist auch jedes Mal so ein Bildchen drauf, einmal von einem Flugzeug. Und da heißt es, etwa 21 Flugzeuge starten wöchentlich von Leipzig oder Halle nach Mallorca. Eine Person setzt dabei 664 Kilogramm CO2 frei. Mit der Bahn könnte man mit dem gleichen CO2-Verbrauch über 20.750 Kilometer fahren. Naturpark Klimastamm nennt sich das Ganze. Dieser Baumstamm, heißt es auf diesem Baumstamm, den ich hier erwähne, speichert ungefähr den Kohlenstoff, den zwei deiner Flüge nach Mallorca und zurück in Form von CO2 freigesetzt haben. Um diesen Durchmesser zu erreichen, musste dieser Baum circa 210 Jahre wachsen. Dann geht es einmal auch ums Fleisch. Da sieht man ein Steak auf dem Stamm. Da heißt es, eine Person in Deutschland isst durchschnittlich 60 Kilogramm Fleisch pro Jahr. Dadurch werden jährlich 366 Kilogramm CO2 freigesetzt. Durch eine Reduzierung des Fleischkonsums können wir viel CO2 einsparen. Allein unser Konsum von Rindfleisch hat einen Anteil von 10% an den CO2-Emissionen, die durch unsere Ernährung ausgestoßen werden. Dann geht es einmal auch um den Verbrauch von Papier. Eine Person in Deutschland verbraucht ca. 242 Kilogramm Papier im Jahr. Dies entspricht 152 Kilogramm CO2. An vielen Stellen kannst du Papier und Pappe einsparen und so weiter. Ich mache das schon lange. Ich lasse hier kein Papier oder kein Blatt aus dem Büro rausgehen, das nicht auf beiden Seiten bedruckt ist. Und manchmal nehme ich das, was dann zweimal bedruckt ist, auch noch zum Kritzeln. Eine Person kauft im Jahr ca. 12 bis 15 Kilogramm neue Kleidungsstücke. Auch darum geht es auf einem der Stämme in dieser Ausstellung. Dies verursacht einen Ausstoß von 300 Kilogramm CO2. Brauchen wir wirklich so viel Kleidung? Und dann wird geraten, die Kleidung länger zu tragen oder auch mal gebrauchte Kleidung zu kaufen. Einmal sehen wir ein Steckersymbol auf einem Stamm. Eine Person in Deutschland, heißt es da, verbraucht ca. 2200 Kilowattstunden Strom im Jahr. Tja, und dann wird empfohlen, sich die Stromanbieter mal unter dem Gesichtspunkt des Verbrauchs anzuschauen. Den verstehe ich nicht ganz, den Hinweis. Es sind ja wir, die Nutzer, die Konsumenten von Strom, die den Verbrauch im Wesentlichen in der Hand haben. Und auch zum Beispiel Leuchtmittel zu verwenden, die weniger Strom verbrauchen. Dann haben wir natürlich das Auto. Das muss dabei sein, wenn das Volk zum grünerem Verhalten erzogen wird. Jedes Auto in Deutschland fährt im Jahr ca. 13.500 Kilometer.
Damit stößt es fast 1763 Kilogramm CO2 aus. Bei Fahrten mit U-Bahn, Bus und Zug können im Vergleich pro Person bis zu 80% CO2-Emissionen eingespart werden. Da fällt mir nur ein, das habe ich schon öfter gesehen, die Bahn, die rechnet sich ja ziemlich grün, wenn man sich das anschaut, was die da präsentieren. Da wird natürlich überwiegend der Fernverkehr genommen und nicht so die stromfressenden Kurzverbindungen und so weiter. Aber das wird da großzügig übersehen und man will uns nur einfach in diese Richtung bringen. Und das schon bevor Frau Baerbock, wie sich's die Medien jetzt schon sehnlichst wünschen, Bundeskanzlerin geworden ist. Wir können uns da auf deutlich mehr einstellen.